Wo ist es denn überhaupt? Ich hab's markiert. Das ist auch wieder da in der Nähe, wo wir eben waren. Das schickt uns da 100 pro über den Highway. Ja. Ich guck nicht nach hinten. Ich hoffe. Der könnte gefährlich werden. Er zieht jetzt schon. Vorsicht, da ist ein Auto vor Ihnen. Das sehe ich. Der bremst, ne? Ich sehe. Danach müssen wir mal tanken. 19 Liter haben wir noch. Machen wir das. Und dann zur Bank, ne? Und dann zur Bank. Wäre vorteilhaft. Ich sehe das Auto da vorne. Der Aber wir fährt müssen jetzt. Jetzt eh abfahren. Gott sei Dank. Da vorne fährt ein Auto her, singen, ne? Sehe ich. Gut. Ich erinnere Sie nur dran. Mitten auf der Kreuzung da, okay. Aber ich wette mit Ihnen, hier ist niemand mehr. Bitte schon. Da gibt es wieder ein paar auf die Kuschen und das war's anscheinend schon wieder. Ja, man sieht zwar jetzt weh, wieder keiner. Nee, so wieder nichts. Ich sehe nicht mal irgendjemand liegen, ey. Nee, das wird man das sehen, dann weiß man ja, hier ist, war wirklich was. Richtig, aber selbst das sieht man nicht. Ja, man sieht nur, ja, da ist was und fertig. Aber ob da dann wirklich was ist, keine Ahnung. Ja gut, also, es reicht ja auch schon ein Schlag, ne? Also ein Außersehensschlag. Er hat ja anscheinend auch schon gereicht, dass man den Hund nehmen will. Ja, oder so. Das hatten wir ja auch, das hatte der Aber wir Wagers müssen ja auch schon. Müssen ja trotzdem die Meldung nachgehen. Naja. Gut, dann ist das Code 4 schon wieder der Einsatz. Ah, ich hoffe, ich habe keinen Unfall gebaut. Bei mir nämlich nicht. Bei mir. Nee, das war alles bis jetzt super. Eine Ewigkeit später. Hast du schon die Wuffi da gesehen? Ist das nicht dein Wuffi? Nein, wir haben den. Was ist vergessen hast? Was haben wir? Wir haben den Dalmatiner. Weiß ich nicht, ich habe eine Kugel gefangen. Wer ist das dann? Haben wir jetzt schon wieder einen neuen Hund oder was? Sind wir jetzt eine Auffangstation oder was? Was steht? K9? Police K9. Hallo. Hat sie Friedchen geben? Hallo, ich bin Toretto. Ist irgendjemand im Dienst, der einen Hund hat vielleicht? Ich weiß nicht, ich hab dich. Hallo, ich bin. Oh Gott, da hat dich jemand angeschleckert. Oh, ich merk's grad. Boah, das war mit Zunge. Oh, und du hast den Mund offen. Was? Bitte? Und du hast den Mund offen. Ernsthaft? Hallo? Der pickelt! Ich glaube, du kannst dich einmal umziehen. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, ne, aber für einen K9-Hund, aber da fehlt doch echt ein bisschen Disziplin, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, dann? Also, ich meine, das ist ja der Begrüßungsleckerli, alles gut, ne, aber jetzt hier einfach so, kannst du es mal wieder wegwischen? Siehst du aus? Ja, ich bitte dich. Guck mal, da ist hier nicht so. Ich glaube, Herr Singh ist, glaube ich, im Dienst. Ja, vielleicht ist es sein Hund gewesen. Weil der Hund ist plötzlich in der Hundehütte verschwunden. Wo ist er denn? Weiß ich doch nicht. Ich gehe jetzt erstmal. Anstempeln. Nee. Obwohl doch, da hinten kommt er übrigens. Da kommt zumindest das Polizeiauto gefahren. So, ich lasse mich mal schnell zur Garage fahren, hol mal mein Auto, weil da habe ich noch einen Schwamm. Ja, ich habe auch noch irgendwo mein Auto. Achso, zu Hause. Nee. Doch. Nein, die wurden eingeparkt, alle. Achso. Ja, dann, kann uns das Ding mal hinfahren. Ja, richtig. Müssten wir ja aus der Garage kriegen. Ja, richtig. Ach, das Taxi ist da, endlich. Sehr schön. Ich nicht mehr. Guten Tag. Ich kann auch nicht mehr einsteigen.
Was denn jetzt los? Los? Doch, ja. Ja, gleich um die Ecke den. Sehr freundlich, deswegen von Ihnen. Sehr freundlich. Ja, sehr liebreizend. Ach. Bitte lassen Sie das Auto heile und bleiben Sie bitte wach. Natürlich, ich muss das schon. Nee, ich würde das machen, natürlich. Aber ich gebe mein Bestes, ich kann dir nichts versprechen, aber ich habe noch keinen Unfall gebaut. Aber ich war schon unterwegs, ich muss ja Schwämme holen. Jetzt dürfen die aussteigen. Danke schön. Sehr gerne. Gut, klemmt jetzt. Danke. Fahr wieder, Gosi. Ja, falls es rum, wir kommen gleich wieder. Gucken Sie mal bitte in der Nähe von dem Unterhäuschen, da wurde gerade ein bisschen was hinterlegt. Das wäre super, wenn Sie das einmal wegwischen könnten. Ich danke Ihnen. Ja, kannst du mich bitte abholen? Natürlich. Danke. Auto ist weg. Oh je. Ja, muss mich gleich noch mal hinlegen. Jo. Ist das nervig. Wer hat denn hier die Sirene die ganze Zeit an? Junge, ein Rettungsdienst. Oh, das ist der Abschlepper. Die haben ja auch ein. Die haben ja auch Sirene vom DOT. Wo der kein Blinkdings an? Hat denn hier seine Fahrzeuge so komisch? Das ist, der hat, das hat, falls du es nicht mitgekriegt hast, der vom DOT hat gerade das Auto hierher gebracht. Abgeschleppt. Ah ja. Mhm. Da stellt man einfach so komisch hier hin, oder was? Da anscheinend. Ja moin, läuft bei ihm. Echt, mhm. Der ist mir echt sehr ganz sympathisch. Also. Ganz, der ganz der ist, der ist richtig sympathisch. Wo ist eigentlich unser Sing? Wo ist eigentlich der Hund? Das ist eine gute Frage. Wem gehört der Hund? Das weiß ich nicht. Herr Singh? Herr Singh? Herr Singh? Ja? Haben Sie einen Hund? Nee. Sicher? Warum nicht? Ich habe keinen Hund. Warum haben Sie keinen Hund? Ganz sicher, weil ich noch nicht die Möglichkeit hatte. Aber Sie sind so der Husky-Typ. Sie haben doch bestimmt einen Hund. Ich hab wirklich keinen Hund. Ja, ja. Das war aber nicht Aber Husky, ich habe eben einen Hund gesehen.
Das war doch kein Schäferhund, das war ein Husky. Aber ihr habt einen Hund gesehen. Meinen Sie den mit diesem Polizeiding da? Ja. Ja, das mit dem meine ich auch. Ich hab gedacht, der gehört zu ihm. Nee. Dalmatiner. Wir haben unseren Dalmatiner. Also wir alle. Das ist ja. Ja, also, deswegen habe ich mich gefragt. Also, wir haben einen neuen Hund oder einen zweiten Hund. Ja, nicht, dass wir wissen. Deswegen. Weil dachte man, es wäre ihr Hund. Ich hab keinen Hund, aber wir waren eben so eine Dame, da ist der Hund ist bei ihr mitgegangen. Wo ist die Dame hin? Uniform kaufen. Wie Uniform kaufen? Warte. Die Dame hat eine Uniform gekauft. Frau Barnes? Frau Barnes ist im Dienst. Nutzen Sie doch Ihr Handy mal, Herr Chief. Fraktions-App, da können Sie nachgucken, wer. Genau, ja, richtig. Hallo, ich bin. Mamma mia, Senorita Palverbon. Das ist ja bitte verrückt, ne? Also hier echt, also das ist ja. Ach, jetzt. Also die hat jetzt einen Hund, oh Gott. Okay. Ich kaufe mir keinen Hund. Also ich hätte gerne einen Hund, aber ich kaufe mir keinen Hund. Ja, weil Nova kann man nicht ersetzen. Das geht. Nee, danke. Nee. Was soll das jetzt? Warum gehst du jetzt einfach? Nee, der kommt mir nicht in die Hütte. Nee. Ja, warum? Nein. Schön Bettchen teilen. Wenn dann, nein. Nein. Klar, und der liegt dann im Bett und ich schlafe auf der Couch oder was? Vergiss es. Nein, gibt's nicht. Was ich mich frage, Herr Toretto. Was denn? Wie kann ein... In mein Büro. Haben Sie Beweisfotos schon gemacht? Schwierig. Die ganze Wand draußen war beschmiert. Das haben wir noch gesehen, ja. Wie sah der aus? Ich weiß nicht, ich hab Morten auch nicht. Ich glaube, ich muss er. Das war aber nicht der von Dio da draußen, da mit seinem Abschleppwagen. Ich kann das echt nicht mehr. Ich gehe auf Streife, leck mich am Arsch, tschüss. Ein Hund, nee, jetzt kommt noch ein Hund? Nein, der pinkelt mir in den Pool dann, vergiss es. Der hat gar keine Erziehung. Pinkelt vors Pedi. Nein, du hättest mal durchgreifen können. Hallo? Ich hab da die Frau Barnes schon lange nicht mehr gesehen. Sie gibt nicht mal einen Antrag auf den Tisch für einen Hund. Ja, vielleicht war sie trainieren. Na klar. Deswegen war sie... Nee, ich muss hoch. Ich muss meiner Arbeit nachgehen. Ich komm jetzt. Nein, du hast andere Arbeit. Nee. Doch. Welche? Ich weiß nicht, was. Hä? Los. Okay. Kannst du Stufe nicht mehr einen Fuß vor dem anderen? Ja, nee, ich bin nur gerade mal über die Stufe geklettert, aber warum auch immer. Ja, so können wir jetzt weiterreden. Also nein. Ich kann da nichts dafür. Nee. Doch. Nein, ich kann das nicht mehr. Nee, ja. Das ist vorbei. Warum hast du eigentlich diese Sachen an? Weil draußen arschkalt ist, im Minus gerade draußen. Ja, aber wir haben... Wir könntest du mal aus meinem Gesicht gehen? Ich muss arbeiten. Wir müssen aber mal noch ein paar Fotos machen. Ja, was denkst du, was ich hier vorhab? Mann. Soll ich mich gleich aber dann da hinstellen? Ja, kannst du oben machen, oder ich mach das halt als Lehrdings da. Ja, mach das mal als Lehrdings da. Ich kann auch weiter weggehen. Dein Objektiv ist ja nicht so groß. Ja, ich hab halt leider kein Weitwinkelobjektiv. Ich kann das halt nicht so objektiv einschätzen, wie groß er bei dir ist. Weißt du? Naja, das, also so oft wie wir unter der Dusche standen, also. Bitte? Ja. So, jetzt stellen Sie sich mal in, Chief. Machen Sie mal eine gute Figur. Wo soll ich mich oben drauf? Hinter das Pult! Dafür ist das Ding da. Und immer recht freundlich. So ein bisschen mehr daneben? Oder? Stell dich hinter das Pult einfach. Das ist eine Pressekonferenz. Da stehst du auch hinter dem Pult. Du musst ja ins Mikro quatschen. Du musst jetzt hier nichts Schrittgröße oder so zeigen. Ist doch gut so? Mein Telefon klingelt. Nee, da gehst du jetzt nicht ran. Gut. Kann ja mal wo jetzt warten hier. Du. So, warte. Gut, fertig. Feierabend für heute. Hab meine Arbeit gemacht. Meld mich ab. 10:07. Nee, natürlich. Ach, hat er schon wieder gekritzelt oder was? Ja, ein bisschen. Oh Mann.
Ja, sie hat einen Diensthund. Aber dafür müsste der Polar erstmal in Dienst kommen. Dafür müsste der da erstmal schaffen. Ich hab irgendeine App installiert. Aber ich weiß nicht, was. Was ist denn dieses Livestream? Guck ich mir jetzt an. Bitte. Checke nicht, deinstalliere wieder. Und dann damit. Ja. Gut, ich werde mal mein Auto ausparken. Ihr habt ne, Herr King? Ja, bitte. Ihr lädt bei Ihnen das Dashboard? Nee. Gut. Doch, es lädt, aber es lädt halt sich dauerhaft. Es lädt sich ein Wolf. Okay, oder es lädt sich ein Toretto oder was auch immer. Auf jeden Fall lädt sich's. Hab ich gehört. Ja, ich schreie doch laut genug. Ist ein Wunder, dass Sie, alter Mann, noch was hören. So, jetzt hätte ich Sie nur noch wieder hier. Ja, haben wir ja wieder rumgeröstet, ja, das gibt's ja wohl nicht. Ich hoffe, ich bekomme keinen Ärger, weil ich alleine gefahren bin, ne? Das müssen Sie mit dem Chief klären. Nee, das war, ich bin aber nur gefahren, ich habe einmal ein Auto abschleppen lassen, weil da vorne mitten auf der Kreuzung stand so ein Mietwagen und dann habe ich noch Schwämme geholt. Dann bin ich ja direkt wieder. Und dann habe ich noch Sie gefahren, aber da war ich ja nicht alleine. Vogtcheck. Ja, so. Ah, da war auch mal ein Schimpfmunk, ja. Schön. Ja, natürlich. Ich mache ja jetzt erst 10.8. 02, 10.8. Muss ich jetzt den nächsten Arbeitsschritt noch neu erklären? Oh, Mann. Ich brauche erstmal einen Donut. Und eine Pizza. Und haben Sie wieder alles leer gemampft, ja? Er hat mir. Nee, ich hatte noch Donuts, aber ihr habt noch Pizza gekauft. Ich glaube, ich muss dann auch noch was holen, ich hab nichts mehr. Ja, ich könnte nur trinken holen. Ich hab nur noch 3 Wasser und einen Kaffee. Und schlimm. Alkoholische Genussgetränke. Das läuft bei Ihnen, Herr Hersing. Was? Sehen Sie den auch? Wen? Da draußen. Jetzt sehe ich nicht mehr, ah, das ist... Was sehen Sie denn? Da draußen eine Person. Ja, dann gehen Sie doch mal hin und fragen Sie, ob Sie helfen können, nee, wenn Sie da eine Person sehen. Nee, die Frau Garter, aber die war kurz... Hat sich anscheinend umoperieren lassen. Das war immer männlich. Ja, vielleicht haben Sie auch einen Knick. Ich sag ja, Sie müssen mal... Ja, glaube ich. Die 01 für die 02 kommen. Nein, mit der... Der Herr Singh hat immer noch Augenprobleme. Mal zum MD fahren und mal einen Sehtest machen. Wie oft denn noch? Er sieht die Frau Carter als männliche Person oder hat sie als männliche Person gesehen? Also die Frau Carter sehe ich gerade hier neben mir. Also ich sehe sie ganz normal, wie man sie kennt. Ja, die sehe ich ja auch. Aber ja, ich sehe sie auch so. Ich weiß nicht, warum der Herr Singh sie als männliche Person gesehen hat. Ich sehe sie doch auch so, aber klar. Deswegen kommen Sie mal bitte raus. Let's go! Wenn ich zum MD muss, in die Frau Feier, da ist nämlich der Toretto mit. Oh, bitte. Wird die wieder geschlagen? Haben sie nicht von mir? Eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr. Oh, eine volle Blase. Naja, dann machen sie in Ruhe. Herr Carter, also ich habe jetzt die Frau. Carter, die Frau, der war gut. Dann brauchen Sie jetzt auch noch eine Brille. Gehen Sie mal zusammen zum MD. Nee, machen Sie das nicht. Sie bleiben hier, Toretto. Also ich wollte jetzt eigentlich die Frau sagen, also Frau Carter und Herr Carter und Frau Singh habe ich gerade gesehen. Also war jetzt gerade voll vorbei. Also es tut mir, also Herr Singh, haben Sie uns was zu sagen? Nee, das war aber nur ganz kurz. Das kann so sein wegen dem Augenwinkel. Ja, nee, aber warum nehmen Sie denn den Familiennamen an? Oh, welchen Familiennamen nehme ich denn an? Ja, der von der Frau Carter. Wann habe ich denn den Familiennamen der Frau Carter angenommen? Ja, ich hatte sie ja gerade Herr Carter genannt. Ja, aber das ist ja eh verschulden. Naja, das kam aber so überzeugend raus. Das war schon. Ja, aber das liegt ja an ihm. Waren Sie schnell in Las Vegas und haben Sie geheiratet, oder? Nee, war noch nie in Las Vegas. Okay. Dann eventuell vielleicht doch ein Fehler von meiner Seite. Ja, das glaube ich auch. Ich bin nämlich der Sing. Ja, das freut mich. Ging bei dir alles okay oder was guckst du da schon wieder? Dann mal gucken. Ja, guck da, sie hat geschrieben, weil ich geschrieben habe, der Hund ist ja nicht angemeldet. Da hat sie geschrieben, haben die wohl die Papiere verbummelt. Ja, steht's. Kannst lesen. Ja, aber. Die Buchstaben, die zusammen sind ein Wort.
Das Leerzeichen heißt Platz, ne? Dann kommt ein neues Wort. Ja, nur so ja, als Hinweis. Kannst du aber fragen, warum, wie es jetzt dazu kommt, dass sie einen Hund hat und warum K9 und wo sie war die ganze Zeit? Warte. Also so ein so Backup-Feed würde ich schon mal gerne wissen. Also, ich habe jetzt nichts dagegen, dass es irgendwie hier noch einen Spezialhund gibt. Also zwei. Ja, bitte. Hi. Ja, ich soll dich fragen, wo du die ganze Zeit warst, wo der Hund herkommt, warum K9 und dies und das. Der Hund, pass auf, theoretisch. Ja, ich muss übersetzen nebenbei. Du solltest auf Papiere gehen. Ich bin ganz gespannt, ja. Warte nochmal, was ist mit einer Liste? Es sollte Papiere geben, die Toretto bekommen haben müsste. Es ist mein Diensthund, den ich hatte, als wir nicht im selben Land gewohnt haben. Also Toretto, du sollst eine Liste mit einigen Tieren bekommen haben. Nein, was? Nein! Ja, hast du doch gerade gesagt. Nein. Nee, ja, doch. Hab ich nicht bekommen. Was? Ich habe eine riesen Liste von Toretto, jetzt halt doch mal die Klappe, Mann, ich verstehe kein Wort. Mann, so nochmal. Die Papiere. Ach so, die haben. Papiere sollst du vom Toretto. Nee, soll Toretto gekriegt haben für den Hund, so rum. Genau. Ja, das macht mich kirre, ich kann das nicht mehr. Als wenn ich im selben Land gewohnt habe. Das ist jetzt Diensthund, wo wir nicht im selben Land gewohnt haben. Ach so, der wurde strafversetzt jetzt quasi. Ja, okay. Und du sollst die Papiere gekriegt haben. Da sollst du mal deinen Schreibtisch aufräumen, Toretto. Ja, muss ich nochmal gucken. Aber kannst du mal fragen, warum... Warum soll ich denn... Also, frag das doch selber, frag doch mal, Mann. Frag doch mal bitte... Ach, Mann, ich. Frag mal bitte, ob das normal bei dem Hund ist, dass er sehr, sehr viel Zuneigung immer zeigt. Also so Abschleckern mit ja, Zungenbegründen. Was die Frau Kader hat so zur Hälfte die Uniform schon fertig. Die müsste die... Mhm. Die war kurz da, ich glaube, die kommt dann später nochmal wieder und die Nummern nochmal durchsagen. Aber ein Funkgerät fehlt auf jeden Fall, Waffengürtel müsste überprüft werden, etc. Könntest du die Frage einmal stellen? Was denn für eine Frage? Ich frag doch selber. Soll ich mal quatscht ihr. Nein, Bruder. Mann, ich verstehe. Ja, jetzt. Ja, die quatschen alle rein, Mann. So, jetzt. Nein, Toretto voll. Ja, Ampedi. Toretto, jetzt halt doch mal die Klappe, ich verstehe kein Wort. Ja, vielleicht kommst du mal ist kurz aber auch nach Hause. Unpässlich. Ich komme mal kurz. Was? Ich soll sagen, sie ist hässlich? Das wird aber ganz schön bremslich, wenn ich das jetzt sage, ne? Hast du doch gerade gesagt. Ich habe gesagt, du bist heute ganz schön unpässlich. Aha, sagt sie. Aha, Toretto, jetzt hast du ein Problem. Jetzt hast du. Nein, nicht erst schon wieder, bitte. Nein, bitte nicht, bitte. Toretto, hörst du mich? Ja, natürlich. Danke, los geht's. Sicher, dass du den mitbringen willst? Ja, natürlich. Ich habe mich nur verlaufen. Ich bin unpässlich, hat er gesagt. Der hat das aber wieder in seinem grauen Bart genuschelt, da habe ich das schwer verstanden. Nein, ich muss mir vorhin neues Equipment aus Dings holen. Ja. Musst aber noch die Unterlagen ausfüllen, ne? Beziehungsweise dem Chief einfach Bescheid sagen. Ja, mach ich dann. Weil, wie ich vorhin aufgewacht bin, war nichts mehr da. Alles weg. Ja, dafür war ich im Paralleluniversum unterwegs anscheinend. Einmal nach Hause, bitte. 01, wie lange brauchen Sie? Ja, bitte nach Hause. 5 Minuten. Warum bin ich jetzt eine dumme Kuh? Du doch nicht. Hast du doch gerade gesagt. Warum kann ich mich nicht anstellen, wenn ich telefoniere? Lebensgefahr. Da fällt gerade die Ampel um, hast du gesehen? Ach, so geht das. Okay, perfekt. Ja, wir sind auf dem Weg. Hallo? Ja, mein Telefon klingelt. Was war? Mit einem okay. Hallo? Nee, du redest immer noch mit mir. Zu Hause, ich kann dir kurz den Standort schicken. Was? Nee! Wer ist das? Was? Ich krieg den Standort. Nein! Dann wieder. Da kriegst du keinen Schlüssel. Jetzt leg die Leute nach Hause ein. Glaubst du das? Wen denn? Weiß ich nicht. Die hat gesagt, ich bin zu Hause, ich schicke dir mal einen Standort. Aber wir sind doch jetzt bei dir. Ja, fahr zu mir bitte nach Hause, da ist er und die will jemanden ein Fremdes einladen, zu mir nach Hause. Aha. Hallo. Okay. Redest du auch noch mit mir? Guck, da steht sie.
Kannst du bitte auflegen? Kann ich auflegen? Ja, ich krieg das. Was ist los mit euch? So, wie willst du hier nach Hause einladen? Gibt's ja wohl nicht. Miss Fire. Och, nee, nee, da bin ich echt durch, fertig, nee. Ich will nur kurz mit dir reden, was ist mit dir? Ja, Toretto hatte Spaß im Team mit Frau Feier. Oh. Was? La 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 la. Entschuldigung, Toretto. Boah, scheiße. Was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab gesagt, ich überprüfe den Garten, hab ich gesagt. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Nö. Was hab ich doch? Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Also, kurz vor deinem Mann ging es nicht. Du wirst angefunkt. Reagier doch mal. Du bist unpässlich. Einerseits A, schönen guten Abend. Und wer ist das? Wie lange bräuchten Sie noch? Ich bist zu bedienen, was bequatschen. Wer ist das? Ich habe mich einfach gefragt, wer da in unserem Funk drin ist. Die Regierung. Ah, man meldet sich also nicht an im Funk. Alles klar. Okay. Geben Sie mir 5 bis 10 Minuten. Ja, okay, ich warte hier. Die Regierung. Okay. Mhm. Seltsam. Ach, was für Zufall, die verdunne Gegler dort. Wollt ihr mich verarschen, sag mal? Bin ich hier? Binde! Auf ein Wort? Nein! Also es ist schon auffällig mit der G-Klasse und das, was im MT passiert ist, ne? Wo ich angeschossen worden bin. Komm jetzt her. Ja. Komm jetzt her. Chief ruft. Ja, warte kurz. Oh, da gibt's gleich, es gibt gleich Ärger. Vorrat, pass auf, es gibt gleich Ärger. Ein Gespräch unter vier Augen. Dankeschön. Spätestens Mine erzählst du, also kannst du es auch erzählen. Oh, oh. Wie gesagt, der Kaffee war heiß, sagt der Kaffee war heiß. Also dein Mann ging es nicht gut, der war angeschossen. Und wir haben, und Toretto hat gesagt, ich sehe scheiße aus, hat er gesagt. War halt in ärztlicher Untersuchung, zumindest im Gerät drin. Und ja, ich. Die hatten ihren Spaß. Bei der Also. Du glaubst aber selber nicht, dass Meredith nicht rauskriegt, wenn du lügst. Meredith, du weißt ja, du kennst mich, ne? Er steht auf Schläge. Ich habe mich eigentlich komplett, voll eigentlich den Eid und den Schwur verpflichtet. Für mich zählt eigentlich nur die Arbeit. Ne? Das sah aber ganz anders aus, mein Freund. Das kann ich dir versprechen. Ich hab da noch ein paar Ladies im Hinterkopf, aber ist okay. Bitte was? Was? Ja, was für Ladies? Ladies? Hab ich schon was verpasst, Toretto? Ich auch gerade nicht Ladies. Also ich kann mich ja noch an ihn erinnern, ne? Ja, ich aber auch nur. Und das reicht. Ja, reicht doch. Für zwei. Ja, und ich hab dann im Nebenraum gewartet. Ja, doch mal jetzt bitte, was ist denn los mit dir? Ich hab dann halt mit der Frau Feier im Nebenraum gewartet. Dass und Spaß gehabt. Nein, halt doch mal. Ich hatte keinen Spaß. Nein! Ah, oh, mach ruhig, wenn dir das gefällt. Mehr sag ich dazu, nee. Also. Toretto. Ja, jedenfalls habe ich gewartet und gefragt, wie ihr Tag so verläuft, ihr Abend und ja. Ja, und sie wollte Papierkram machen, ihr wart laut genug, Mann! Jetzt und erzähl doch! Sie hat durchgezogen. Nicht nur einmal, sondern zweimal und. Und ihm hat's gefallen. Und sowas von gefallen, weil er gestöhnt hat dabei. Während ich übrigens schwer verletzt behandelt worden bin. Vor Schmerzen. Hm. Mehr möchte ich jetzt hier auch nicht. Wie war das? Was hat Frau Feier gesagt? Kannst du mich mal an den Beinen hochheben? Ich will noch nicht genauer nachfragen. Ich lasse das lieber. Da bin ich raus. Mina! Oh, oh, oh. Kannst du mich mitnehmen? Die kriegt jetzt keinen Schlüssel. Jetzt weiß ich, wo ich wohne. Bist du was? Hallo? Lalalalalalalalala. Beeil dich. Einsatz. Mach doch die Tür auf, Mann. Einsatz. See you again.